So, schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Guten Morgen, liebe Expertinnen, lieber Experte. Ich freue mich, dass Sie alle da sind am Vormittag. Ich begrüße Sie zu unserem Pressbriefing anlässlich der bevorstehenden Publikation des Global Carbon Budgets für das aktuelle Jahr 2023. Gestern hat der Klimagipfel in Dubai begonnen und wir werden alle sicherlich sehr gespannt und auch ziemlich aufmerksam in die Vereinigten Arabischen Emirate gucken. Wir sind am Ende eines Jahres, in dem wir viele Rekorde zu Gehör bekommen haben, dass die Expertinnen häufig kommentiert haben mit, was passiert da bloß gerade? Die Atmosphäre ist ungewöhnlich warm, die Meere sind überall auf der Welt ungewöhnlich warm. Das Meereis hat auch Minimalrekorde aufgestellt, vor denen wir vor 2 Jahren wahrscheinlich nicht gedacht hätten, dass die so in dieser Kürze der Zeit möglich sind. Die Treibhausgasemissionen in der Atmosphäre sind auf Rekordniveau, aber daran haben wir uns ja schon fast gewöhnt. Und wie in jedem Jahr seit jetzt inzwischen 18 Jahren präsentiert das Global Carbon Budget auch diesmal die Trends der globalen Kohlendioxidemissionen für das aktuelle Jahr und die daraus folgenden Konsequenzen für das Erreichen der Klimaschutzziele. Der Bericht liefert aktuelle Informationen zum weltweit weiterhin hohen Einsatz von Kohle, Öl und Gas, über die Entwaldungsraten auf Länderebene und blickt auf den Zustand der natürlichen Kohlenstoffsenken an Land und in den Ozeanen. Ganz wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, alles, was jetzt hier in Folge gesagt wird, steht noch unter Embargo. Das Global Carbon Budget erscheint am Dienstag um den 5.12. in der Nacht um 1:01 Uhr. Bitte vorher nichts irgendwo publizieren. Das ist ganz wichtig, alles, was hier gesagt wird. Ich freue mich, dass wir zwei Expertinnen, die auch beide Autorinnen des Global Carbon Budget sind und einen Experten gewinnen konnten und dass Sie sich die Zeit nehmen, hier mit uns zu sprechen. Danke Ihnen auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, für Ihr großes Interesse. Bitte schreiben Sie Ihre Fragen unten in das F&A-Tool und machen Sie reichlich von dieser Gelegenheit Gebrauch. Dieses Pressbriefing folgt keinem vorgeschriebenen Drehbuch, sondern soll ausdrücklich Platz für Ihre Fragen bieten. Ich stelle Ihnen jetzt kurz unsere drei Expertinnen vor. Dann werden Frau Haug und Frau Pongratz die aktuellsten Zahlen in einer Präsentation zeigen. Und dann können wir schon einsteigen mit Ihren Fragen. Ich beginne mit der Vorstellung mit Judith Haug. Guten Morgen. Sie ist stellvertretende Leiterin der Sektion Marino-Biogeowissenschaften und Leiterin der Helmholtz-Nachwuchsgruppe Marine Carbon and Ecosystem Feedbacks in the Earth System im Fachbereich Biowissenschaften am Alfred-Wegener-Institut, dem Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Julia Pongratz ist Inhaberin des Lehrstuhls für physische Geographie und Landnutzungssysteme und Direktorin des Departments für Geographie an der Ludwig Maximilians-Universität in München. Und Jan-Christoph Mings ist kein Autor des Global Carbon Budgets. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Angewandte Nachhaltigkeitsforschung am Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, MCC in Berlin. Und ihn konnten wir gewinnen, weil er, das zeigt auch gut das Kapitel, bei dem er koordinierender Leitautor beim aktuellen IPCC-Bericht war. Das Kapitel heißt Emissionstrends und Treiber und das ist ja hier beim Global Carbon Budget auch nicht ganz unwichtig. Mein Name ist Silvio Wenzel, ich bin Redakteur für Klima- und Umweltthemen hier beim Science Media Center. Ich habe aufs Embargo kurz hingewiesen und bevor wir jetzt mit dem Vortrag beginnen, möchte ich das nochmal tun. Sperrfrist Dienstag 1:01 Uhr in der Nacht. Frau Pongratz, Frau Haug, the stage is yours. Besten Dank. Ja, wir freuen uns über das Interesse. Herr Wenzel hat es schon angesprochen. Beispielsweise jetzt hier auf der Klimakonferenz wird es darum gehen, die globale Bestandsaufnahme durchzuführen und zu sehen, wie wir weiterkommen mit den Mitigationsanstrengungen. Und dafür ist es natürlich enorm wichtig, dass wir wissen, wo wir stehen und wie sich das entwickelt hat über die letzten Jahrzehnte und dann natürlich auch ganz akut jetzt. Und dafür bringt das Global Carbon Project jedes Jahr den Budgetbericht raus. Und auf der nächsten sehen wir, das ist jetzt wieder gewachsen. Es sind jetzt über 120 Wissenschaftler und 95 Organisationen, die daran teilnehmen. Sie sehen hier auch, die Folien kriegen Sie ja nachher, wo Sie Daten noch zusätzlich bekommen, Informationen über die verschiedenen Websites und Portale. Was wir machen, ist, 5 Terme zu quantifizieren, die zeigen, wie der globale Kohlenstoffkreislauf durch die Menschen beeinflusst ist. Das sind natürlich diese 2 Emissionsterme. Fossile und Landnutzung. Und dann gehen die Emissionen da raus in die Atmosphäre, aber natürlich auch in andere Senken, Land und Ozean. Und das versuchen wir zu quantifizieren mit sehr unabhängigen Methoden voneinander. Statistische Daten gehen da ein, genauso wie Modellierungsansätze, wie sonstige Analysen. Und das Schöne
an diesen unabhängigen Abschätzungen voneinander ist auch, dass wir gucken können, ob die zueinander passen. Und da sehen wir, das sehen Sie in Rot unten, dass die Imbalance, die wir haben, mit diesen fünf verschiedenen unabhängigen Abschätzungen sehr klein ist im Vergleich zu den tatsächlichen Zahlen. Also wir haben insgesamt gutes Vertrauen in diese auch sehr etablierte Methode. Damit kommen wir zu den Fossilen als den wichtigsten Treiber der Emissionen. Ja. Ne? So. Ja, das möchte ich kurz vorstellen. Also wir haben leider den traurigen Rekord zu vermelden, dass die fossilen Emissionen dieses Jahr wieder ein Rekordniveau erreicht haben. Sie sind so hoch wie nie zuvor. Die Zahlen, die hier gezeigt sind, sind die Bruttoemissionen. Wenn man jetzt noch die Senke aus der Verwitterung von Carbonat, also von Zement hinzurechnet, kommt man zu leicht kleineren Zahlen. Die sind aber auch unten auf der Folie genannt und die sind auch im Bericht berichtet. Die Emissionen haben in 26 Ländern abgenommen, die zusammen 28% der globalen fossilen Emissionen ausmachen. Wichtig ist, diese Anstrengungen sind leider nicht ausreichend, um das Wachstum der fossilen Emissionen umzukehren. Die fossilen Emissionen haben zugenommen in allen Bereichen, sowohl bei Kohle, Öl, Gas und Zementproduktion, allerdings in allen auf relativ niedrigem Niveau. Es gibt da keinen, der besonders hervorsticht. Die fossilen Emissionen sind gesunken in der EU und den USA, sie sind aber gestiegen in China und Indien. Wir sehen hier also ein sehr diverses Bild, über die Welt verteilt. Und die Emissionen von Indien liegen seit 2022 tatsächlich über denen der EU. Was genau in den einzelnen Ländern passiert, dazu gibt es auch noch mehr Informationen in den Materialien, die dann auch zur Verfügung gestellt werden. Die Landnutzungsemissionen, das sind ganz viele verschiedene Flüsse, die da eingehen. Also einerseits haben wir natürlich Entwaldung, andererseits haben wir aber auch Aufnahme von CO2-Emissionen. Wir sehen da auch gleich noch oder diskutieren das gleich noch mehr im Detail. Aber insgesamt ist es so, dass das eben deutlich geringer ist als die fossilen Emissionen. In der letzten Dekade im Schnitt haben wir 4,7 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr emittiert. Und die Projektion für 2023 ist 4,1 Milliarden Tonnen emittiert. Aber Sie sehen auch hier in dieser Grafik, die Unsicherheit ist sehr groß. Das ist schwer zu monitoren und es ist auch sehr schwer zu isolieren, was wirklich Landnutzungsaktivität durch den Menschen ist und was die natürliche Vegetationsdynamik, die immer im Hintergrund mitläuft, ist. Was also das robustere Statement hier vielleicht ist, ist, dass wir immer noch sehr viel höher liegen bei den Emissionen, als wir uns das wünschen würden und als es für das Paris-Abkommen nötig wäre. Auf dieser Abbildung sehen wir, wo die Emissionen entstehen. Einerseits sind hier die tropischen Regionen natürlich augenscheinlich und wir sehen das auch auf der rechten Abbildung, dass mehr als die Hälfte der globalen Landnutzungsemissionen aus nur drei Ländern kommen: Länder, Republik Kongo. Auf der linken Seite mit der Karte sehen wir auch nochmal alle Emissionen zusammen abgebildet. Und da sieht man, dass man aber einzelne Regionen hat, die schon eine Senke sind, die also netto CO2 aufnehmen. Beispielsweise Europa, auch Teile von China. Das ist die Sache, dass der Landnutzungsterm eben einer ist. Da gibt es viel Entwaldung. Und da sind wir bei teils sehr, sehr hohen Zahlen. Also wir haben Abschätzungen von 4,2 Milliarden Tonnen durch permanente Entwaldung, die wir in der letzten Dekade pro Jahr emittiert haben. Nur die Hälfte davon wird durch Aufforstung, Wiederaufforstung global wettgemacht. Aber in einzelnen Regionen ist das schon der dominierende Term. Was man auch sagen muss, dass die Tropen hier so dominieren, spiegelt natürlich nicht vollständig die Verantwortlichkeitsfrage wider, denn ganz viel davon ist natürlich für den Export in den globalen Norden. Jetzt haben wir gerade schon über Aufforstung, Wiederaufforstung gesprochen. Das ist also ein großer Senkenterm. Jetzt schon, und auf der nächsten Seite kommen wir zu diesem Thema mit CO2-Aufnahme, Carbon Dioxide Removal. Also nimmt diese Aufforstung, Wiederaufforstung unsere ganzen Emissionen auf? Natürlich überhaupt nicht. Wir sind bei ungefähr 1,9 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr. Das entspricht ungefähr 5% der jährlichen fossilen CO2-Emissionen. CDR, das heißt, dass wir wirklich CO2 aus der Atmosphäre nehmen. Das ist dauerhaft speichern in Wäldern, in Böden, in langlebigen Produkten, in geologischen Reservoirs. Und derzeit ist quasi alles, was wir tun, hängt mit dem Wald zusammen. Aufforstung, Wiederaufforstung, teilweise langlebige Holzprodukte und anderes. Und wir sehen also, dass
wir hier in anderen Größenordnungen agieren als bei den fossilen Emissionen, was wir als Senkenterm schaffen. Zudem ist das schon mehr als doppelt aufgenommen von der Entwaldung. Wir brauchen auch andere Maßnahmen an CO2-Entnahme. Zielen konform gehen, Methoden darzustellen. Sie sehen hier insbesondere diese Filteranlagen, Direct Air Capture with Carbon Capture and Storage, Filter aus der CO2, von CO2 aus der Luft reinpacken in geologische Reservoirs oder rechts die beschleunigte Verwitterung mit fein gemahlenem Gestein, das auf die Felder ausgebracht wird. Aber Sie sehen, das sind 0,00025% im Vergleich zu den fossilen Emissionen. Also derzeit ist die Aussage ganz klar, dass wir nicht um deutliche Emissionsreduktion herumkommen. CO2-Entnahme ist derzeit stark limitiert, besonders wenn wir das in nachhaltiger Weise umsetzen wollen. Wir benötigen das aber, weil wir natürlich die Restemissionen kompensieren müssen, wenn wir Treibhausgasneutralität erreichen wollen, wie wir das ja für die Paris-Ziele benötigen. Okay, dann würde ich weitermachen mit dem Teil Closing the Global Carbon Budget. Was wir hier sehen, ist einmal, bringen wir hier nochmal die totalen globalen CO2-Emissionen zusammen, also die aus den fossilen Brennstoffen und Zement und eben die Landnutzungsänderungen. Was wir hier sehen, ist ein Plateau auf sehr hohem Niveau. Die Zunahme in den Emissionen aus fossilen Brennstoffen und Zement wird hier fast kompensiert durch die Abnahme in den Emissionen der Landnutzungsänderungen. Aber wie Frau Pongratz ja schon berichtet hat, die haben sehr hohe Unsicherheiten, die Emissionen aus den Landnutzungsänderungen. Und ganz wichtig, das ist jetzt keine gute Nachricht, dass wir hier ein Plateau hoffentlich vielleicht erreicht haben, sondern was wir wirklich brauchen, ist eine starke Abnahme der Emissionen. Und hier sehen wir Emissionen auf einem sehr gefährlichen, sehr hohen Niveau. Die atmosphärische CO2-Konzentration ist prognostiziert, um 2,4 ppm zu steigen im Jahr 2023, dieses Jahr. Und damit würden wir einen Jahresmittelwert von 419,3 ppm erreichen. Um die Verbindung zu schaffen zwischen den Emissionen und dem atmosphärischen CO2-Gehalt, ist es immer wichtig, eben auch auf die natürlichen Senken von Land und Ozean zu gucken. Frau Pongratz hat schon kurz über Vegetation, die Wälder an Land gesprochen. Also sowohl Ozean als auch Land nehmen jeweils ungefähr ein Viertel der CO2-Emissionen auf. Wir kriegen also sozusagen einen 50% Rabatt auf den Klimawandel durch die natürlichen Senken. Die Senke an Land ist sehr variabel von Jahr zu Jahr und ist zwar für dieses Jahr prognostiziert abzunehmen. Also sie wäre kleiner. Das hängt damit zusammen, dass wir dieses Jahr ein beginnendes El Niño-Phänomen haben. Die Ozeansenke reagiert weniger variabel, sie variiert mehr auf dekadischen Zeitskalen, Zeitskalen von Jahrzehnten. Und sie ist prognostiziert für dieses Jahr das erste Mal seit 3 Jahren wieder zuzunehmen. Und das liegt eben mit dem Wechsel von den La Niña-Bedingungen, die zwar ein außergewöhnliches Ereignis, 3 Jahre La Niña-Bedingungen hintereinander. Und dieses Jahr durch den Wechsel von El Niño, von La Niña zu El Niño würde sie das erste Mal wieder zunehmen. Wir können dann natürlich berechnen, wie viel verbleibendes Kohlenstoffbudget wir noch haben, weil ja dieser lineare Zusammenhang zwischen kumulativen Emissionen und Temperaturzielen besteht. Und sehen dann, dass wir, wenn wir nur mit einer 50% Wahrscheinlichkeit das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen, bei den heutigen Emissionen nur noch 7 Jahre haben, beziehungsweise für 1,7 Grad noch 15 Jahre. Und diese Abbildung zeigt dann, wie stark die Emissionen runtergehen würden, wenn wir das einfach linear jetzt runterziehen würden, um in diesem verbleibenden Kohlenstoffbudget zu bleiben. Und da sehen wir für das 1,5 Grad Ziel, das wären also diese Raten, wie wir sie mit dem ersten Jahr der Pandemie hatten. In dem Maße müsste es runtergehen, aber natürlich mit sinnvollen Maßnahmen zur Energietransformation, zur Effizienzsteigerung, zur Reduktion und anderes Umstieg der Art des Bedarfs. Wir müssten hier also noch vor 2040 netto CO2 null erhalten für das 1,5-Grad-Ziel. Daraus kann man natürlich folgen, dass es unausweichlich scheint, dass wir das 1,5-Grad-Ziel zumindest überschreiten werden. Und die letzten Jahre haben uns ja auch drastisch vor Augen geführt, wie gravierend die Folgen des Klimawandels bereits jetzt sind. Wenn wir dann überschreiten, haben wir diesen sogenannten Overshoot. Das bedingt dann wieder, dass wir mehr CO2-Entnahme praktizieren, um dann das endgültige Temperaturziel doch wieder zu erreichen.
Und auch deswegen kann man wohl zusammenfassen, dass wir von den Staats- und Regierungschefs hier in Dubai deutlich höhere Anstrengungen bei der Emissionsreduktion benötigen, wenn wir wenigstens das 2-Grad-Ziel jetzt noch einhalten möchten. Vielen Dank. So, da sind Sie alle wieder. Prima. Vielen Dank, Frau Haug, Frau Pongratz, für die Präsentation. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir schicken Ihnen eine halbe Stunde nach Ende dieses Pressbriefings sowohl das Global Carbon Budget als auch die Zusammenfassung der Key Messages und auch diese Präsentation. Das heißt, wenn Sie jetzt hier teilgenommen haben, Teilnehmer an diesem Pressbriefing, kriegen Sie das eine halbe Stunde nach dem Pressbriefing automatisch von uns. Herr Minks, um Sie jetzt mal reinzuholen, wenn ich das jetzt gerade hier so gehört habe, muss ich irgendwie an Silvester denken. Denn wenn man da den Fernseher anmacht, dann kriegt man immer Dinner for One und dann same procedure as every year. Und so ein bisschen klingt das ja fast so, wenn man nicht auf die Details der Zahlen guckt, ne? Und dann sehe ich wiederum auch CO2-Emissionen aus der Kohleverbrennung in den USA minus 18%, in der EU minus 19%. Da denke ich, ups, das ist ja schon echt ganz schön. Das ist ja schon, klingt substanziell für mich. Was ist denn Ihr Eindruck von dem, was Frau Haug und Frau Pongratz da gerade präsentiert haben? Zunächst einmal wie Sie es ja sagen, die starke Botschaft des Berichts ist, wir haben das fossile Zeitalter noch nicht hinter uns gelassen. Also auch in dem Sinne, dass wir mit dem Ausstieg noch nicht wirklich begonnen haben. Und gleichzeitig muss man natürlich auch ein differenzierteres Bild zeichnen. Also das ist ja in der Tat der Fall, dass in manchen Regionen das schon stattfindet. Aber es zeigt auch, warum diese COP so wichtig ist, weil es mehr Länder werden müssen, die sich dem Klimaschutz stärker verschreiben. Das bedeutet, dass auch in Deutschland, auch in Europa immer noch mehr gemacht werden müssen, weil da sind ja, wie wir ja aus der täglichen Diskussion im Moment auch immer wieder hören, auch da sind ja die Ziele in Gefahr. Aber es ist natürlich auch richtig, dass gerade auch Schwellenländer, Großemittenten wie China und Indien, da muss es zu einer Trendwende kommen, weil sonst kann das nicht alles kompensiert werden. Und ich glaube, das ist die große Botschaft. Die COP muss jetzt die Trendwende einläuten. Und insofern ist es Dinner for One. Das fordert die Wissenschaft schon seit langer Zeit, aber wir müssen weiter daran arbeiten, alle zusammen. Das gilt es voranzutreiben. Frau Pongratz, inwiefern ist es denn eine gute Nachricht, dass die Emissionen aus den fossilen Energieträgern langsamer wachsen? Ja, wir laufen eben weiterhin in die falsche Richtung, aber jetzt langsamer. Also insofern natürlich ist das ein Fortschritt und wie Frau Haug ja auch darauf hingewiesen hat, es sind mehr Länder, deren Emissionen runtergehen, obwohl das Wirtschaftswachstum erhalten bleibt. Und das zeigt auch, dass es Klimaschutzmaßnahmen gibt, die greifen, die auch überhaupt nicht nachteilig für die Wirtschaft sind. Wir brauchen nur eben eine deutliche Hochskalierung von diesen Maßnahmen und auch in andere Länder hinein. Ich beginne jetzt mit den Fragen der Kolleginnen und Kollegen, die hier schon in guter Zahl eingetroffen sind. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, schreiben Sie die gerne auch unten in das F&A-Tool. Frau Haug, die erste Frage an Sie. Handelt es sich bei den Zahlen zu den Emissionen um von den Regierungen gemeldete Zahlen zu den Emissionen? Ist es möglich, dass mehr ausgestoßen wird? Und gibt es einen Abgleich mit den Konzentrationsmessungen in der Atmosphäre? Also die Zahlen zu den fossilen Emissionen kommen aus verschiedenen Quellen und ja, auch die Berichte der Nationen, die gehen damit ein. Was ja das Besondere ist an dem globalen Kohlenstoffbudget, ist, dass wir eben wirklich die verschiedenen Stränge, Informationsstränge und Datensätze zusammenführen. Und genau da, klar, machen wir auch den Abgleich mit den Atmosphärendaten und deswegen haben wir auch Land- und Ozeansenken mit dabei. Nur dann können wir das Kohlenstoffbudget schließen und nur dann sehen wir, was ist am Ende die Imbalanz und die ist sehr klein. Und insofern sind wir da, obwohl wir natürlich um Unsicherheiten wissen und die auch berichten, im Großen und Ganzen ist es ein sehr positives Bild, dass die verschiedenen Datensätze sehr gut zusammenpassen. Links, Wenn weil ich das. da Ja, Entschuldigung, Frau Pongers, bitte gerne. einhaken darf, also eine Stärke vom Global Carbon Budget ist ja auch, dass es wirklich unabhängige Zahlen sind und nicht direkt von den Ländern übernommen. Dagegen wird natürlich verglichen. Und insbesondere im Landnutzungsbereich ist es eine ganz zentrale Frage. Wenn Sie da die Daten nehmen, die die Länder berichten, dann kriegen Sie im Landnutzungsbereich eine substanzielle Senke.
Das ist 5 bis 6 Milliarden Tonnen CO2 in die andere Richtung im Vergleich zu den Emissionen, die wir quantifizieren. Und der Grund liegt darin, dass das, was die Länder da berichten, nicht nach dem Treiber dahinter separiert ist. Da geht es nicht darum, was hat wirklich der Mensch beeinflusst und was die Natur, sondern da wird anders gerechnet, sodass ganz viel von dem, was in den natürlichen Senken schon eingerechnet ist, bei den nationalen Inventuren eben auf die menschliche Seite geschoben wird, sodass wir da noch eine Diskrepanz tatsächlich haben. Also wir würden die Klimaziele nominell nicht erreichen, selbst wenn die Länder sich an die, oder wir würden die Klimaziele nicht erreichen, wenn sich, selbst wenn sich die Länder nominell an das Paris-Abkommen halten, wegen Double Counting, das da derzeit stattfindet und dass wir eben im Global Carbon Budget eliminieren. Wir machen aber die Übersetzung im Global Carbon Budget jetzt seit 2 Jahren standardmäßig in die nationalen Treibhausgasinventuren. Okay, ich übernehme mal wieder, weil Frau Pongrat sitzt in Dubai im Kongresszentrum und scheinbar ist es. Jetzt bewegen Sie sich wieder, Frau Pongrat. Ihr Mikro ist allerdings rot. Wollten Sie Ihren Gedanken noch zu Ende führen? Ich weiß nicht, wo ich abgebrochen wurde. Ich wollte nur sagen, dass wir diese Übersetzung machen zwischen den nationalen Treibhausgasinventuren und dem Global Carbon Budget seit 2 Jahren operationell, sodass wir sehr genau dann auch sehen, was ist jetzt nur diese Übersetzungssache, dass man die natürlichen Senken bei den Ländern in ihren Zahlen einrechnet, aber auf der globalen Modellierungsseite eben wirklich nach Treiber separat dann in der Land- und Ozeansenke. Und dass wir dadurch auch sehen, sehr genau, also wir haben auch eine unabhängige Abschätzung dann, wie diese Inventurdaten zu dem passen, was wir zeigen. Und Herr Minks, weil das ja wahrscheinlich auch genau oder bestimmt Thema Ihres Kapitels im IPCC-Bericht war, was sind die größten Differenzen zu dem, was damals bilanziert, konstatiert wurde? Na, in Bezug auf den IPCC-Bericht würde ich ja sagen, dass hier das Global Carbon Budget war ein zentraler, das war ein zentraler Referenzpunkt im IPCC und insofern ist es eine Fortschreibung, ne? Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Das sind die neuesten Zahlen, die konsistent sind. Auch unsere Unsicherheitsabschätzungen im IPCC, da spielte das Global Carbon Budget eine große Rolle. Insofern ist es tatsächlich in erster Linie eine Fortschreibung basierend auf den neuesten Informationen. Und auch da haben wir im IPCC eben diesen Unterschied zwischen, ne, im Landnutzungsbereich, zwischen diesen verschiedenen Methoden aufgemacht. Frau Pongratz, eine Frage geht konkret zu den Emissionen aus Deutschland. Hier ist immer die EU27 aufgeführt, aber kann man dann sagen, wie die Emissionen aus Deutschland sich im Vergleich zum Vorjahr entwickelt haben? Würde ich an Frau Haug übergeben. Ja, also für die Projektion machen wir nur für 2023 damit tatsächlich nur Daten aggregiert auf EU-Level, weil das eben Abschätzungen und Hochrechnungen sind und die werden nicht auf deutscher Ebene gemacht. Wir haben aber Daten für Deutschland für 2022, die dann auch in dem Online-Dokument zur Verfügung stehen. Ich kann mal gerade gucken. Und 2022, das sind dann aber in der Regel eben auch genau oder sehr ähnlich eben die Zahlen, die auch das Umweltbundesamt letztes Jahr schon veröffentlicht hat. 2022 war es eine Abnahme von 1,9% der fossilen CO2-Emissionen in Deutschland. Generell folgen aber EU und Deutschland relativ ähnlichen Trends. Also Deutschland ist ja ein großes Land in der EU, das dort auch die Trends mitprägt. Die nächste Frage zielt auf die Länder mit den größten Beiträgen zu den globalen CO2-Emissionen bei. Hat sich in diesen Ländern der Ausstoß pro Kopf verändert? Es gibt ja vor allem eben auch in Indien noch ein Bevölkerungswachstum. Das müsste ich tatsächlich auch nachgucken. Die Zahlen hängen an einem der Dokumente dran. Die habe ich jetzt nicht aktuell auswendig im Kopf. Da können wir gerne sonst im Nachgang nochmal kommunizieren. Würde Es ich sei denn, Herr sagen. Minks kann dazu noch was So, sagen. okay. Nein, ich glaube, da gibt es ja vor allen Dingen zu sagen, wir haben es ja mit China erlebt. Da war ja lange Zeit die Story, dass die Pro-Kopf-Emissionen einfach ständig gestiegen sind. Und wenn man sich die die Trajektorie anguckt, die Frau Haug gezeigt hat, dann sieht man ja einfach, dass natürlich sich dann auch dieses substanzielle, dass da der Anstieg ein Pro-Kopf-Anstieg ist. Das heißt, Bevölkerungswachstum nicht das zentrale Problem war, sondern der Ausbau der fossilen Energieträger in China, die jetzt ja Pro-Kopf-Emissionen haben, die in etwa das Niveau
der Europäischen Union haben. In Indien ist es noch anders, ne? Da sind wir ja noch deutlich drunter. Und da ist es aber natürlich auch so, dass grundsätzlich die Industrie in einem Karbonisierungsprozess steckt. Und da müssen wir eben ja auch ganz zentral Wege finden, um damit umzugehen. Weil sonst werden wir es auch als Weltgemeinschaft nicht schaffen. Also wir müssen hier unsere Hausaufgaben machen und besser werden im Klimaschutz, aber wir müssen auch andere dazu bringen, besser zu werden und anderen, die nicht genug Mittel haben, helfen, besser werden zu können. Ich kann nur noch mal ganz kurz hinzufügen, ich habe die Zahlen hier jetzt, also sowohl in China als auch Indien sind auch die Pro-Kopf-Emissionen natürlich wieder deutlich gestiegen und in USA und EU sind sie gesunken. Also das zeichnet ein ähnliches Bild wie die Gesamtemissionen. Können Sie ja, liebe Kolleginnen, dann vielleicht auch nochmal gleich nachgucken, wenn Sie die Mail von uns haben mit den Key Facts, da steht das auch alles genau drin. Frau Pongratz, die Internationale Energieagentur hat in ihrem World Energy Outlook vor kurzem geschrieben, dass es sein könnte, dass 2023 das Jahr mit dem Emission Peak ist. Wie gut sehen Sie denn die Chancen? Oh, ich sehe viel Lächeln. Hoffentlich war das keine blöde Frage. Nein, das ist natürlich eine Frage, die uns alle umtreibt. Wir werden es erst 5 Jahre nach dem Peak wissen, ob wir den Peak erreicht haben. Das muss man leider sagen, einfach weil die Unsicherheiten ja immer noch substanziell sind, ne? Also relativ gesehen, vor allem bei den Landnutzungsemissionen, aber absolut gesehen auch bei den fossilen Emissionen. Und weil wir ja jetzt wirklich hinkommen zu diesem Abflachen des Trends, so dass es dann, ne, also dass kleine Änderungen dann eben sehr viel ausmachen und direkt das Vorzeichen ändern können. Das ist ja auch die gute Nachricht, ne, dass in den ganzen vielen schlechten Nachrichten, dass also das Wachstum nachlässt. Und deswegen, es ist möglich, dass wir Peak Emissions auch bei den Fossilen jetzt erreicht haben, aber da würde ich mich jetzt noch nicht, will ich noch nichts drauf wetten, leider. Und eine Analyse von Carbon Brief, glaube ich, hat vor kurzem auch gezeigt, dass es sein könnte, dass die Emissionen in China ab 2024 tatsächlich fallen, weil die so massiv in die Erneuerbaren investieren und das ausbauen. Was erwarten Sie da? Und wie schnell würde dieser Unterschied tatsächlich spürbar werden in der globalen Bilanz? Also man kann vielleicht sagen, dass China natürlich den größten Batzen an Emissionen liefert und absolut zentral ist für die globale Emissionstrajektorie und dass da viel auch an Dekarbonisierung geschieht, nicht unbedingt nur aus Gründen des Klimaschutzes, sondern auch Luftreinhaltung, was da ja massive Probleme sind und anderem. China hat auch Klimaneutralitätsziele allerdings deutlich später als beispielsweise die EU. Aber es ist einer der zentralen Players, das ist ganz klar zu sagen. Judith Jan, möchte dir anfügen? Vielleicht noch, um hinzuzufügen, ja, also dieses Jahr sieht man schon auch noch teilweise einen Rebound-Effekt in China, also immer noch eine Erholung von der Corona-Krise. Und ganz besonders gestiegen ist dort eben auch wieder der Transport, also die Leute sind mobiler. Aber auch die Kohleemissionen sind weiter stark hochgegangen. Ja. Vielleicht noch eine Einordnung dazu. Also wieder, ne, wenn man sich die Kurve von China anguckt, das ist jetzt wirklich über 2 Dekaden einfach massives CO2-Wachstum gewesen und ist ja auch für 2023 noch mit, ich glaube, 6%, wenn ich das jetzt richtig habe, gucken Sie nach, besser nochmal angesetzt. Das ist ein Wachstum und ich meine, man muss einfach sagen, natürlich ist es für die Welt wichtig, wenn China den Peak erreicht hat. Aber China, da müssen die Emissionen auch wieder runter. Die haben auch hohes Pro-Kopf-Niveau und ich glaube, da ist es wirklich auch wichtig, dass China ja auch eine zentrale Weltwirtschaft einfach wirklich auch mit voranschreitet im Klimaschutz, nicht nur in dem Bremsen der Emissionen. Und ich glaube, das ist total zentral. Aber natürlich ist es so, wenn die Emissionen in China nicht mehr wachsen, dann bringt das dem internationalen Klimaschutz Ziel. Aber ich glaube, China muss darüber nachdenken, sehr bald, sehr regelmäßig Emissionen zu reduzieren. Das wäre eine wirkliche Hilfe. Weil Frau Haut gerade auch von diesem Rebound-Effekt nach Corona gesprochen hat, es gab ja immer die Hoffnung, dass sozusagen dieser starke Einbruch nicht wieder komplett überkompensiert wird, sozusagen. Wir sind jetzt aber, wenn ich glaube, 1,4% über den Emissionen, ne, von vor Corona. Gibt es denn irgendeinen Effekt, den es ohne Corona so nicht gegeben hätte? Also sehen wir irgendwas, was Corona in eine Richtung gelenkt hätte, die sonst vielleicht erst später eingeschlagen worden wäre?
Also ich kann mal anfangen, die anderen können gerne ergänzen, aber das war ja eine unserer Hauptaussagen im letzten Jahr, dass wir tatsächlich wieder auf den Trajektorien von vor Corona sind, eigentlich in allen Ländern. Also das, was wir sehen, was uns Hoffnung macht, sind eben wirklich die politischen Instrumente, die langfristig helfen, aber die Chance, einen grünen Effekt zu erzielen, also dass diese Krise zu nutzen, um konzeptionell und ganz grundsätzlich was zu ändern, die haben wir leider wirklich vergeben. Da, soweit ich weiß, gibt es da keine guten Hinweise darauf. Herr Minks, Sie Ich müssen. muss, Entschuldigung, Frau Pongratz, schon wieder bin ich ein bisschen. ja, Entschuldigung, ja, es ist wegen der Verbindung hier in Dubai ein bisschen schwierig, tut mir Dann gehen leid. Sie mal gerne rein. Aber was mich wirklich auch schockiert hat in den neuesten Zahlen, war beispielsweise, dass der Flugverkehr international 28% über letztes Jahr zugenommen hat. Also da dachte ich schon, ne, dass man irgendwie daraus gelernt hat aus der Pandemie, dass man nicht so viel fliegen muss, dass man Meetings anders gestalten kann im Berufsleben, aber dass man auch privat vielleicht gut mit Alternativen auskommt. Und das scheint einfach nicht der Fall gewesen zu sein. Und das finde ich dann wirklich traurig, wenn wir das mal ausprobiert haben und ja auch durchaus gesehen haben, welche Vorteile damit einhergehen können in anderen Bereichen, ne, das Zeiteffizienz, gesundheitliche Aspekte und so weiter, dass das diese Chance verpasst wurde. Und das gilt für sehr viele Bereiche aus Corona leider. Herr Minks, die nächste Frage würde ich gerne an Sie stellen, weil Sie ja auch involviert sind in diesem State of Carbon Dioxide Removal. Die Frage geht nämlich, ist überschrieben mit zu CCS. Die Kohlendioxidentnahme gilt als vielversprechend. Die Zahlen zeigen aber, wie gering dieser Beitrag bisher ist. Wie groß ist das geschätzte Potenzial und wann ist ein substanzieller Beitrag zu erwarten? Also erstmal muss man sagen, es gibt einen substanziellen Beitrag, aber es kommt von den natürlichen Senken. Ne? Das sind 2 Milliarden Tonnen ungefähr. Also den gibt es. Aber der muss ausgebaut werden und die natürlichen Senken geraten ja auch unter Druck. Also wir müssen auch daran arbeiten, die Senken zu erhalten und wir müssen natürlich auch daran, das ganze Thema Entwaldung hat ja Frau Pongratz schon angesprochen. Das ist immer noch ein Riesenproblem und da müssen wir ran und die Senken und an den natürlichen Senken arbeiten. Aber dazu müssen wir eben auch mit neuen CO2-Entnahmemethoden arbeiten. Und da müssen wir jetzt reingehen. Das ist ganz wichtig. Die müssen aufskaliert werden. Und wir sehen ja, bei diesen neuartigen CO2-Entnahmemethoden stehen wir quasi noch bei Null. Und jeder, der sich mit Innovationen befasst, weiß, das sehen wir ja auch bei Solar, ne? Da gibt es jetzt einen ganz langen Trend schon. Mit Riesenwachstumsraten, aber ne, der Beitrag, der ist erst jetzt in den letzten Jahren wirklich substanziell zur Stromproduktion geworden. Und ich glaube, so ist es, muss man sich das auch bei den CO2-Entnahmen vorstellen, dass wir da jetzt einfach massiv reingehen müssen und wir brauchen starke Wachstumsraten, damit wir zusätzliche Mengen im Milliardenstil bis zur Mitte des Jahrhunderts entnehmen können. Denn wie Frau Pongratz ja gesagt hat, wir brauchen die CO2-Entnahmen zu allem zur Kompensation von Restemissionen, aber auch, weil wir ja quasi das 1,5-Grad-Ziel, da sind wir ja auf einem sogenannten Overshoot-Pathway, also dass wir die Temperaturen zumindest temporär überschreiten. Und ich glaube auch, dass wir nicht mehr so richtig auf einem Low-Overshoot-Pathway sind, den der IPCC ausgewiesen hat, weil da knirscht es jetzt auch schon mit den neuen Budgetzahlen. Also ich glaube, das ist einfach etwas, wenn wir das ernst meinen und wenn wir auch die Atmosphäre irgendwann mal aufräumen wollen, weil wir wollen vielleicht auch nicht mit Klimaschäden von 1,5 Grad leben, dann brauchen wir diese Technologien und da müssen wir sehr viel ernsthafter damit umgehen, auch in Deutschland, als wir es bisher getan haben. Da kann ich vielleicht auch nochmal an das Pressbriefing verweisen, das Sie auf unserer Webseite finden, zur Veröffentlichung des ersten State of Carbon Dioxide Removal. Ich erinnere mich, Herr Minks, dass Sie da gesagt haben, was wir bis 2030 auf die Straße gekriegt haben, entscheidet, wie hoch wir bis 2050 skalieren können. Ich Frau möchte Haupt, vielleicht, ja, ja, bitte. darf ich trotzdem noch was ergänzen? Natürlich. Also es gibt wahnsinnig viel politisches Interesse im Moment an den CDR-Methoden und das ist ja auch richtig. Wie Herr Mink sagt, werden wir die wahrscheinlich brauchen. Ja, und mit Sicherheit auch brauchen, Mitte des Jahrhunderts die Atmosphäre aufzuräumen. Aber man muss wirklich immer ganz klar sagen, das allererste Ziel muss sein, die Emissionen müssen runter. Denn wenn wir es nicht schaffen, unsere Emissionen zu reduzieren, dann wird auch die CO2-Entnahme durch diese Methoden nie genug sein, um ein Klima zu erreichen, in dem wir stabil leben können. Und sie werden auch viel zu teuer sein. Ich glaube, das ist den Leuten immer nicht bewusst. CO2-Entnahmen sind nicht günstig. Die günstigsten Optionen sind vor allem im Klimaschutz zu finden. Das ist ganz klar.
Frau Pongratz, Frau Haug, die nächste Frage, die sehe ich mit, also wenn ich an Ihre Expertisen denke, ein bisschen an Sie beide. Was wissen wir über die Aufnahmekapazitäten von Kohlenstoffsenken der Meere und des Landes? Wie haben sie sich entwickelt und wie sehen die Aussichten aus? Frau Pongratz, fangen Sie doch. Also Sie zeigen rüber zu Frau Haug. Dann fange ich mal an. Also die CO2-Senken haben beide zugenommen in der Vergangenheit. Die reagieren ja beide wirklich auf den atmosphärischen CO2-Gehalt und auf die Zunahme des atmosphärischen CO2-Gehalts. An Land ist das, sind das biologische Prozesse. Also CO2 ist Dünger für die Vegetation an Land. Im Ozean sind das chemisch-physikalische Prozesse. CO2 löst sich im Meerwasser, reagiert mit dem Meerwasser. Und deswegen ist der Ozean ja auch mit Abstand der größte Kohlenstoffspeicher von den drei aktiven Reservoirs, Atmosphäre, Ozean und Land, durch eben die Carbonatchemie. Insofern sind die wie erwartet gestiegen. Wir haben auch quantifiziert den Effekt des Klimawandels auf die natürlichen Senken. Das berichten wir auch in der, die Landsenke wäre 20% größer ohne Klimawandel und die Ozeansenke wäre 7% größer ohne Klimawandel. Und diese Effekte werden sich natürlich in Zukunft mit zunehmendem Klimawandel noch weiter verstärken. Im Ozean wird oft an die Erwärmung gedacht. Das sind tatsächlich Erwärmungseffekte gibt es auch und die wirken auch dazu, dass weniger CO2 aufgenommen wird, weil die Löslichkeit von CO2 geringer ist bei wärmeren Temperaturen. Der größte Effekt ist aber tatsächlich durch eine Verschiebung von Windströmungen, die dann zu einer Veränderung der Zirkulation im Ozean führen und mehr kohlenstoffreiches Tiefenwasser an die Oberfläche bringen. Auf der Landseite ist natürlich gerade auch ganz spannend, weil wir eben den El Niño haben. Frau Haug hatte schon darauf hingewiesen, dass die Landsenke immer schädigt, weil wir Dürren haben im Amazonas, was natürlich eine substanzielle CO2-Aufnahme Region darstellt, weil wir bessere Bedingungen für Feuer haben in Indonesien. Also da wird ja viel landwirtschaftlich Feuer eingesetzt und das kann dann in El Niño-Jahren eben auch einfach aus dem Ruder laufen und dann auch jenseits der landwirtschaftlichen Flächen Schaden anrichten. Und wir sehen auch wirklich diese 20%, die Frau Haug nannte, die der Klimawandel da die Landsenke schon kompromittiert. Das erfahren wir ja ganz akut, wenn wir dieses Jahr schauen, wo es wieder gebrannt hat in Deutschland. Es scheint jetzt in Deutschland regelmäßig großskalige Waldbrände zu geben, aber natürlich auch in Kanada. Das ist ja noch allen im Kopf. Also da hatten wir 6 bis 8 Mal so viele Feueremissionen, als wir im langfristigen Trend zu erwarten hatten. Also das sehen wir ganz deutlich, dass diese Störungen, die durch den Klimawandel ganz überwiegend mitbedingt sind oder mit verstärkt werden, dass die eben die Senkenkapazität einschränken. Und auch deswegen ist es wirklich ganz kritisch, dass wir die Klimaerwärmung minimieren, damit wir diese Senkenkapazität voll nutzen können. Wir reden jetzt die ganze Zeit über globale Emissionen auf Länderebene oder der Ozean oder die Landsenken. Eine Kollegin fragt ein bisschen nach der Bedeutung für die einzelnen Personen. Hat es Sinn, CO2-Budgets für einzelne Personen aufzuteilen und eine Art Kauf/Verkauf von Emissionen auch an Privatpersonen zu erwägen? Kann mal anfangen. Ich glaube, es ist sinnvoll, um sich dessen bewusst zu sein, was man selber in der Hand hat. Ne, also wenn man die Zahlen wirklich runterbricht und sich dann auch überlegt, wie würde ich denn, wenn ich so ein Budget hätte, einsetzen? Was kommt mir, was sind wirklich meine Prioritäten und was ist verzichtbar? Wo finde ich gute Alternativen? Das ist sinnvoll. Gleichzeitig muss man natürlich auch sehen, dass es immer diese drei Punkte sind, an denen wir gemeinschaftlich ansetzen müssen. Die Gesellschaft, die sich transformieren muss. Ne, wir sehen ja beispielsweise, dass Mobilität oder Ernährungsgewohnheiten, dass es da Alternativen gibt, die wir aber trotzdem nicht so nutzen, aus persönlichen Entscheidungen. Dann haben wir natürlich, dass die Politik die Rahmenbedingungen stecken muss. Viele Dinge liegen nicht in der Hand des Einzelnen und dass natürlich auch die Industrie mitzieht und nicht blockiert und die Transformation eben wirklich mitträgt und mit voranpusht. Und deswegen ist das mit den Budgets für Einzelne durchaus sinnvoll zu erwägen, aber es muss natürlich national und dann international aufgehängt sein. Da steckt ja auch so ein bisschen die Frage, das wird ja da auch immer wieder erwähnt von einem Zertifikatehandel auf individueller Ebene. Das ist natürlich wäre insofern tatsächlich interessant, weil wir ja wissen, und da gab es ja jetzt auch wieder den Oxfam-Bericht, ne, dass die reichsten Menschen auch die meisten CO2-Emissionen ausstoßen und gerade die ärmsten Haushalte tatsächlich einen sehr viel geringeren Carbon Footprint haben. Und da könnte es natürlich auch zu
sozialen Ausgleichen kommen, weil tatsächlich die Zertifikate ja vor allen Dingen von wohlhabenderen Leuten gekauft werden müsste. Das ist alles sehr aufwendig und ich bin mir nicht sicher, dass es dass die Transaktionskosten da den Aufwand rechtfertigen, aber so grundsätzlich ist es etwas, was gerade auch in Bezug auf den sozialen Ausgleich vielleicht ganz interessant wäre als Option, dass man auch auf so einer individuellen Ebene handelt, vor dem Hintergrund, dass wir ja große Probleme haben, diesen Ausgleich im Klimaschutz auch in Deutschland eben herzustellen, wo ja die meisten Förderprogramme vor allen Dingen denjenigen zugutekommen, die es sich leisten können. Die nächste Frage eines Kollegen zielt so ein bisschen darauf ab, dass das Budget, das hatten Sie ja, glaube ich, auch gezeigt, das für das 1,5-Grad-Ziel in 7 Jahren erschöpft sein könnte bei aktuellem Emissionsstand. Und er fragt, wie stark müssen die Emissionen zwischen 2024 bis vor 2040 pro Jahr sinken, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen? Ja, die Nils, hast du die? IPCC. Ja, nee, gern gerne. Ich habe die Zahlen nämlich gerade nicht zur Hand. Man sieht es nur auf der Grafik, die starke Steigerung. Ne? Jan, sag du Genau, ich würde jetzt einfach mal von den hier. IPCC-Szenarien ausgehen, weil hier ja einfach auf Null runtergerechnet wird und beim IPCC, und das ist ja die Zahl, die jetzt auch in den, die in den Verhandlungen jetzt immer oder im Vorfeld der Verhandlungen immer wieder genannt wird, hat ja der IPCC gesagt, ne, eine Halbierung bis 2030. Ich glaube, das ist auch wirklich sehr wichtig, um auf so einem sogenannten Low-Overshoot-Pathway zu kommen. Also wir überziehen ja das Budget, das hat ja Frau Ponkrad schon gesagt, das ist, also bei Lichte betrachtet, das ist nicht mehr ausreichend, damit wir da runterkommen können. Das heißt, wir müssen über das Überschießen nachdenken und bei solchen Pfaden, die immer noch extrem ambitioniert sind und das nur ein kleines bisschen überschießen, da müssten die Emissionen bis 2030 halbiert und bis 2050 auf Netto Null reduziert werden, so, ne, im Ensemble. Aber Frau Pongratz, ich gebe Ich nochmal kann zurück. nur sagen, ja, wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, immer berichtet und es verglichen wirklich mit dem Rückgang der Emissionen, die wir während der Corona-Pandemie hatten. Das war ein Rückgang von 6 bis 7%. Und in den letzten Jahren haben wir das in den Vergleich gesetzt und gesagt, das ist wirklich der Rückgang, den wir bräuchten bis 2030 oder in den nächsten Jahren, um dieses Ziel eben noch einhalten zu können. Und vermutlich ist es dieses Jahr sogar noch ein bisschen stärker, wenn ich mir die Grafik nochmal ansehe, ohne die Zahlen vor Augen zu haben. Was da jetzt als das Szenario eingezeichnet ist, da wäre pro Jahr eine stärkere Reduktion notwendig als im Corona-Jahr, also vielleicht 7% oder so. Ich trage jetzt die Zahlen noch nach, genau was gerade gesagt wurde. Bis 2040 bräuchten wir dann jährliche Reduktion um 2,4 Milliarden Tonnen CO2. Covid war zum Vergleich zu. Ihr Mikro hat sich stumm Ich war geschaltet. fertig. Ach so, okay, der Satz schien mir noch nicht. Okay. Genau. Eine Kollegin fragt, wenn wir die Daten kommunizieren, zum Beispiel Deutschland hat so und so 4 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen, muss ich dann die Senken mit einrechnen? Welches wäre dann die in Anführungsstrichen richtige Zahl? Also wir können nur die Emissionen tatsächlich berichten. Wir haben keine Abschätzung für die Senken auf Länderebene. Vielleicht gibt es da an Land was, das kann Frau Ponkratz nochmal ergänzen. Auf Ozeanebene können wir das nicht machen und ein großer Teil des globalen Ozeans kann man ja nicht einem bestimmten Land zuordnen. Also wir können auf Länderebene tatsächlich die Emissionen berechnen und die müssen auf null gehen. Und die Senken, die sind unser Freund und helfen uns, dass der Klimawandel nicht so stark ist, wie er sonst wäre. Aber die können wir nicht mit einrechnen. Also die sind schon eingeplant in den Klimaszenarien, in den Zukunftsszenarien und auf die haben wir sowieso schon gebaut. Die können wir jetzt nicht nochmal hinzurechnen und doppelt zählen und damit irgendwie unsere Emissionen gegenrechnen. Das Einzige, was man als Senken anrechnet, also bei den Fossilen gibt es ja auch eine Senke dann in der Verwitterung von Zement. Das ist sehr klein und das ist natürlich dann eingerechnet, dass die Fossilen dann insgesamt dadurch ein klein bisschen runterkommen. Und auf der Landnutzungsseite ist es ja teils schon massiv und da muss man auch einmal aufpassen, ne? Also natürliche Senken, der Begriff heißt in der Politik oder wie Herr Minks ihn vorher verwendet hat, was anderes. Das sind Senken, die durch den Menschen verursacht sind im Landnutzungsbereich. Das sind da natürliche Senken. In der Wissenschaftscommunity sind natürliche Senken eben das, was nicht durch den Menschen beeinflusst ist. Und
Wie vorher schon gesagt, also wir haben einerseits natürlich Aufforstungssenken, die sind ganz klar den Menschen zuzuordnen und die werden natürlich auch von uns abgeschätzt und werden auch in den nationalen Treibhausgasinventuren einberechnet. Die sind gegengerechnet. Ne? Also das ist dann wirklich, wenn man sich da die Nettozahl anschaut, schon rausgenommen, sonst wäre die Bruttozahl global gesehen ja dann beispielsweise einfach doppelt so hoch. Und wie wir vorher gesagt hatten, ne, dass Teile dieser wirklich nicht vom Menschen verursachten Landsenke in den nationalen Treibhausgasinventuren auch gegengerechnet ist, wo wir eben sagen, das passt dann aber nicht zusammen zu den Klimaszenarien. Wir hatten es jetzt zweimal schon ganz kurz so in Nebensätzen angekratzt, aber ein Kollege fragt ganz explizit nochmal danach, gibt es irgendeine ernstzunehmende Chance, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen? Geht irgendjemand noch ernsthaft davon aus, dass das möglich ist? Also persönlich, es scheint unausweichlich, dass wir da rüberkommen. Die Frage ist, wie stark wird dieser Overshoot sein und wie schnell kriegen wir den wieder runter? Und davon hängt natürlich ganz zentral ab, wie sich die Klimaentwicklung dann geben wird. Und wir wissen auch, also das ist kein Nullsummenspiel, ne? Overshoot und dann wieder runterzukommen, weil wir natürlich Prozesse in Gang setzen an Land, im Ozean, die dann sehr langfristig noch nachwirken, die teils irreversibel sein können. Wissen ja, es gibt Kippelemente im Erdsystem. Und je höher die Temperaturen werden, desto größer ist das Risiko eben, dass wir da Prozesse in Gang setzen, die dann nicht mehr aufzuhalten sind. Insofern, jedes Zehntel Grad zählt. Das wurde ja auch schon aus dem IPCC-Bericht klar. Wenn wir 1,5 nicht erreichen, heißt das nicht, dass wir jetzt aufgeben dürfen, sondern im Gegenteil, dass wir wirklich darum kämpfen müssen, dass jedes Zehntel Grad doch noch eingespart wird. Und ich würde vielleicht nur anmerken, also diese Langfrist-Zielfokussierung halte ich auch für ehrlich gesagt nicht sehr hilfreich, weil wir etwas viel Leichteres tun können. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht die Kernbotschaft vom Global Carbon Budget. Wir sind in einer Welt, in der die Emissionen immer noch steigen. Und das müssen wir ändern. Und das können wir kurzfristig ändern. Und daran sollten wir arbeiten. Und wenn dann jedes Jahr die Emissionen wieder sinken, dann können wir für die nächste Dekade, dann können wir mal wieder in Blick nehmen, was man noch erreichen kann. Aber ich glaube tatsächlich, wir sind als Gesellschaft sehr fokussiert auf diese Langfristziele und vergessen so ein bisschen, dass wir in der kurzen Frist ein Ziel nach dem anderen reißen. Ja, wir müssen jetzt schon zur Schlussrunde kommen. Ich möchte Sie alle drei gleich gerne nochmal wie gewohnt mit der gleichen Frage zum Abschluss gerne befragen. Frau Pongras, ich habe auch Ihre Folgetermine im Blick, deswegen gucken wir da jetzt auch genau auf die Uhr. Die Abschlussfrage kommt auch von der Kollegin. Frau Hauck, ich würde gerne mit Ihnen beginnen. Was macht Ihnen denn vielleicht am meisten Hoffnung mit den Entwicklungen, die Sie jetzt aus diesem aktuellen Global Carbon Budget sehen und auch mit Blick auf die Verhandlungen gerade in Dubai? Oder was lässt sie vielleicht auch konsterniert zurück? Also ich habe ja die totalen Emissionen gezeigt und auch wenn es keine gute Nachricht ist, dass die Emissionen auf einem sehr hohen Niveau stagnieren, gibt es mir durchaus Hoffnung, dass sie eben nicht weiter steigen. Wir haben auch gesehen, dass eine ganze Anzahl von Ländern ihre Emissionen reduziert. Die EU ist sehr erfolgreich, die USA dieses Jahr auch und auch im längerfristigen Trend, die Emissionen wirklich zu reduzieren und wir müssen die anderen Länder an Bord kriegen. Und auch unsere Anstrengungen natürlich noch weiter bestärken, verstärken, um da weiterzumachen. Frau Pongrat, als nächstes Sie und vielleicht auch gerade jetzt, weil Sie schon vor Ort sind, mit Blick auf Dubai, gibt es denn da Dinge, bei denen Sie sagen, ich glaube, da haben wir einen guten Haken, in dem wir ziehen können? Ich glaube, Fortschritte sind auch darin erreicht, dass wir sehr selbstverständlicher über diese Problematik sprechen, dass wir mit den Zahlen besser umgehen können, aber dass natürlich deswegen die Lücke zur Handlung, zur Aktivität umso eklatanter aufscheint, liegt auch auf der Hand. Hier in der COP, es wurde auch schon einiges erreicht, was beispielsweise Finanzierung angeht. Da hat man schon deutliche Fortschritte gemacht. Auch diese Loss-and-Damage-Frage. Also es ist nicht so, dass das stagniert. Es ist ein komplizierter Prozess und da geht es vorwärts. Aber natürlich jetzt in Bezug auf die Emissionsreduktion bei weitem nicht so, wie wir das tun sollten und tun könnten. Trotzdem, das Setting hier in Dubai ist natürlich auch nicht das günstigste, um große Fortschritte zu erwarten. Aber es kann vielleicht auch hilfreich sein, wenn man eben gerade auch die Öllobby direkt explizit mit am Tisch eingebunden hat.
Und so oder so ist es absolut kritisch, dass wir den Dialog aufrechterhalten, dass wir also diese Klimakonferenzen fortsetzen, nicht abbrechen, sondern wirklich weiter treiben, dass die Ambitionen steigen und dass auch diese Implementierungslücke geschlossen wird. Herr Mings, was macht Ihnen Hoffnung oder ist Sie konsterniert nach Sitzen? Ja, mich konsterniert, dass wir bisher vor allem Global Carbon Budgets haben, die immer in eine Richtung zeigen, also Emissionstrends, die da reported werden, die immer in die oder weiterhin auch nach vielen, vielen Jahren Klimaverhandlungen in die falsche Richtung zeigen. Und das natürlich auch bedeutet, wir haben hier ein multilaterales Problem, von dem wir wissen, dass es sehr, sehr schwer zu lösen ist, weil wir tatsächlich alle gemeinsam an einem Strang ziehen müssen. Was mir Hoffnung macht, ist, dass wenn man tatsächlich die Trendwende mal schafft und in noch mehr Ländern dieser Wandel eingeläutet wird, dann glaube ich, können Innovationstrends deutlich schneller sein, als wir das erwarten. Und ich glaube, dann können wir wirklich auch schnelle Emissionsfortschritte auf schnelle Emissionsreduktionsfortschritte hoffen. Und ich glaube, das haben wir im Bereich der Solartechnik gesehen. Da haben die Aufskalierungsraten die Modelle Jahr für Jahr überholt. Und ich glaube fest daran, dass wenn wir uns das trauen oder wenn wir uns einigen können als Weltgemeinschaft, da zumindest in großen Teilen gemeinsam voranzuschreiten, dann werden wir Innovationsdynamiken sehen, die es uns dann leichter machen, als viele erwarten, diesen Wandel hinzubekommen. Schön. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, auch wenn ich es schon mal gesagt habe, versprochen zum letzten Mal, alles, was hier gesagt wurde, steht unter Embargo bis Dienstagmorgen, 5. Dezember um 1.01 Uhr in der Nacht. Bis dahin bitte alles für sich behalten. Wenn Sie jetzt hier teilgenommen haben, bekommen Sie eine halbe Stunde nach Ende des Pressbriefings sowohl die Präsentation, die Frau Haug und Frau Pongratz am Anfang gehalten haben, als auch das Global Carbon Budget und die Key Messages von uns automatisch per Mail geschickt. Das Transkript und das Video finden Sie nach Ablauf der Sperrfrist auf unserer Homepage. Wenn Sie das Video vorher brauchen, schicken Sie uns eine Mail oder auch wenn Sie das maschinell erstellte, aber noch nicht von uns redigierte Transkript haben wollen, vorher schicken Sie uns das auch. Für die Hörfunkkolleginnen, es gibt wie immer auch einen Audiomitschnitt. Auch wenn Sie das haben wollen, Mail an redaktion@sciencemediacenter.de. Ich danke Ihnen allen, dass Sie heute Morgen da waren. Frau Haug, Frau Pongratz, Herr Mings, Ihnen ganz besonders, dass Sie das möglich gemacht haben. Frau Pongratz, dass Sie da auch unter den Umständen jetzt, die gerade sind, sich die Zeit genommen haben und die Mühe gemacht haben. Ich fand es toll, dass wir da wieder vorab drauf gucken konnten. Danke Ihnen sehr und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag. Tschüss.